ich das improvisieren muss, ich kann mir das Ton zu lange schärfen und wird er das nicht machen. Ja? Ich denke wieder bei einem TV-Interview. Weil so eine Talkshow-Runde ist einfach aufgestanden, weil er mit einer Beile auf den Tisch gehauen hat und hat die Mikros mitgenommen. Okay. Ich würde sagen, herzlich willkommen beim Podcast der Moran Brothers. Beim Podcast. Mein Name ist Clemens. Ja. Take 2, das ist schon der zweite Case, weil das erste Mal ging es voll in die Hose. Voll in die Hose. Da hat irgendwie was mit der Aufnahme nicht geklappt. Beim Take 2 mache ich mal die Ansage, weil den Schwachsinn, den C das letzte Mal erzählt hat. Immer. Das euch nochmal zu wiederholen, das ist eine Zumutung und das Gleiche. Wir fangen diesmal richtig an, nicht so wie es C das letzte Mal falsch gemacht hat. Mhm. Getränk des Tages. Das ist bei mir heute Kaffee. Und bei mir Kaffee mit Captain Morgan. Cool. So. Wie viel Power du auf einmal hast, Bron, hast du nicht so aufgedreht. Da hast du doch weniger Captain Morgan mit Kaffee getrunken. Ja, ich hab, das kann es natürlich sein. Da hatte ich nämlich so viel Interesse in mir. Diese Sendung ist sowieso ein bisschen special, weil wir haben keine Struktur drin und beziehungsweise keine vorgegebenen Themen, weil wir genug zu erzählen haben von unserem Urlaub. Ich war 2 Wochen im Allgäu, C war 1 Woche im Allgäu. Ja. Darum gab es die letzte Zeit auch keine Podcasts. Ja. Also die letzten 2 Wochen. Zwei Wochen. 3 Wochen. Wie auch immer. Ja, es ist abgeleitet von der Konsole. Ja. Jo, dann würde ich einfach sagen, Prost. Lach ein. Super, die geht bei mir. Du hast ja das mit haben. Das macht dir Spaß, weil ich heute Kopfhörer auf habe und alles mit mir was passiert. Ja. So, Thema. Trotzdem, brauchen wir irgendeine Struktur oder sowas? Ja, ich habe so ein bisschen schon leicht was aufgeschrieben, aber es gibt keine speziellen Themen, wie es letzte Woche war. Genau, was wir noch zu Anfang an sagen wollen, gibt diesmal auch keine Filmreview, weil wir beide die Filme nicht gesehen haben. Und deswegen gibt es das nächste Mal 2 von jedem. Nein, das diskutieren wir nachher vielleicht noch. Ich würde mir ganz sicher keine 2 Filme anschauen, die du mir vorstellst. Ja. Ja? Und du willst auch nicht, die Killer-Tomaten sehen und Bad Taste. Das wäre echt. Das machst du echt nur, weil du Spaß dran hast, mir welche Filme aufzuzwingen. Und ich empfehle dir welche, die am Ende sogar gut sein könnten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier als die Person mit dem Nachteil aus dem Ganzen was geht. Ja, ich würde sagen, wir legen doch gleich mal los. Aber ja. Du hast doch irgendwas aufgeschrieben. Ich habe was aufgeschrieben. Lies mal vor. Was ist im Urlaub passiert? Oh, ich bin komplett im Arsch. Ich bin komplett im Arsch, ja. Nee, also bei mir war es so. Ich war auf einer Geburtstagsparty für einen Kumpel. Ja. Ja, und war ein ganz geiler Abend so. Und ja, ging auch so ein bisschen spät in die Puppen. Und dann zum Ende hin waren nur noch ganz wenige, so. Und dann saß ich heute mit dem einen auf der Couch und wir haben so gequatscht und haben uns in irgendeinen Scheiß verstritten, so, ne, weil wir haben so rumgeschnackt und ja, dann... Du bist voll der Schlägertyp. Ich bin voll der Schlägertyp, ich habe ja auch voll das Schlägerkreuz, so, ne. Und jedenfalls hat er mir meinen Hut so weggenommen. Ja. Ja, meine Melone, und ich habe nur gesagt, ja, gib mir meinen Hut wieder. Oh, er hat mich ignoriert und an meinem Hut zusammengedrückt so. Ah, das macht man ja auch nicht. Das macht man überhaupt nicht. Also habe ich dann gesagt, gib mir bitte meinen Hut wieder. Und er ignoriert mich. Und dann tut er auch noch meinen Hut so auf seine Bierflasche drauf und wirbelt damit durch die Gegend. Ja, dann habe ich gesagt, gibst du mir meinen Hut wieder und er ignoriert mich. Lass mich raten. Du hast ihm eine gefotzt. Ich habe ihm eine gefotzt, sag ich, ja. Ich muss auch gestehen, das weiß ich nur, weil das eben schon mal hatten. Ja, ich habe die Story schon mal erzählt, nur nicht so ganz so geil. Ja, da hat er einen komischen Akzent drin. Ja, jetzt rede ich ja auch normal. Ja, du redest so normal, ist klar. Ja, normal. So, ne? Ja. Ja, und dann ging es weiter. Dann war ich beim Trinkteufel. Weil ich musste irgendwann gehen, weil ich es auch nicht so gut gefallen habe, den Leuten. Ich weiß auch nicht warum. Die fanden es nicht so geil. Ich habe immer nur eine leichte Schelle gegeben, keine harte. Ich glaube, der war sauer, weil ich ein Gebitsch gelebt habe. Ja, jedenfalls ging es dann weiter, saß ich vom Trinkteufel mit Peter und mit Stefan. Und dann kam noch so ein kleiner Assi vorbei. Da war aber so eine Freundin von Stefan und der wollte halt was von der und die war einfach zu cool für ihn so. Und dann
war halt total frustriert so. Also er wollte sich einfach prügeln, der Kleine. Lass mich raten, er hat dir seinen harten gezeigt. Er hat mir seinen harten Bizeps gezeigt. Ich muss ihn unbedingt anfassen. Ja, wenn es dich glücklich macht, dann fass ich den an. Ja, jetzt hast du einen Bizeps. Und jetzt, ja. Jedenfalls hat er... Hat es dir Spaß gemacht, ihn zu berühren? Nee, nicht wirklich. war er hart? Nein. Er war nur theatralisch. Okay. Er war halt voll rum. Aber auch nicht wirklich groß oder so? Nee. Ja. Okay. Ja, Umfang hatte er. Also, der Bizeps. Was auch sonst. Damit wären wir beim nächsten Thema Dildos. Nicht verraten, da kommen wir doch nachher noch hin. Ja, okay, tut mir leid. Jedenfalls ging es dann irgendwann hat es darin geändert, dass er nur noch vor sich hin gebetet hat auf Arabisch und die ganze Zeit Bierflaschen auf den Boden geworfen hat, weil ihn die Leute dazu gebeten haben, sie nicht über deren Kopf zu hauen. Also, ja, und irgendwann ist er abgehauen. Also das war schon irgendwie so, das Thema Gewalt lag an dem Tag irgendwie schon so in der Luft. Und dann gehen wir weiter und aus der Roten Rose kommt so ein Typ raus, lassen Ende 20 gewesen sein, Schneidezahn fehlt vorne. Und er mit so einer Bierflasche prostet und so gegen, hey Leute, Gewalt ist eine Lösung. Und Stefan ist so, ja, deswegen fehlt dir auch ein Schneidezahn, du Vollidiot. So ein Blödsinn, Schnaps ist auch eine Lösung. Ja, chemisch gesehen ist Alkohol eine Lösung. Jedenfalls geht es dann weiter. Fällt die Polizei kurz bei ihm an. Jetzt nehmen sie. Nee, wir fahren einfach weiter. Und jetzt, dann dreht er sich wieder Richtung Rose, hat noch die Bierflasche in der Hand und schreit dann Richtung Kneipe. Hey, jetzt wo die Bullen wechseln, jetzt hast du wieder Schiss. Und er schmeißt die Bierflasche in den Türeingang. Der Wirt kommt mit der Hälfte von den Bieren teilweise splittern raus. Also, hey, was ist denn hier los? Und wir hören nur quietschende Reifen. Und sehen zwei Polizisten aussteigen, die morgens um 6 Uhr bei total bewölktem Wetter noch Sonnenbrillen aufhaben, um hart zu wirken. Natürlich. Ja. Das ist American Style. Berufsmerk. Ja. Jedenfalls. Am besten noch so mit einem Motorradhelm aus dem Auto aussteigen. Wir hatten aber leider kein Schnurrbart. Mir hat doch Schnurrbart gefehlt. Ja, sie haben dann mitgenommen. Also es war so ein Tag mit einer merkwürdiger Stimmung, weil irgendwie wollten sich alle prügeln, aber ich habe ja schon Gewalt ausgeübt. Wenn ich das weiter gemacht hätte, hätte ich im Stadt von Berlin keine Bevölkerung mehr. Ja. Ja, das war es jedenfalls so. Eine Woche später habe ich dann meinen Geburtstag gefeiert, habe beim Seitenquiz da reingefeiert, war lustig so an der Stelle, wir sind Vierter geworden. Ah ja, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Ja. Und das nächste Mal kommst du... Wo du es gerade erwähnst. Ja, das nächste Mal kommst du mit. Das könnte sogar an deinem Geburtstag sein, das nächste Mal. Muss man da hin. Dann bin ich nicht da. Natürlich nicht. Stimmt, ihr fahrt ja ins Phantasialand, ne? Ich fahre an meinem Geburtstag ins Phantasialand, da gibt es freien Eintritt. Nur deswegen, oder? Jedenfalls... Geburtstagskinder haben freien Eintritt. Mein Gott, das wird eine geile Sauftour. So, nächstes. Jedenfalls, immer den Typen waren super gut drauf und du weißt ja, wie Philipp ist, wenn irgendjemand Geburtstag hat. Hey, er hat Geburtstag! Hat er dich jedem in der Kneipe vorgestellt? Es waren kaum noch Leute drin, aber die beiden Typen haben dann sogar meinen Namen an die Wand projiziert und sich mit mir fotografiert, weil sie mich so geil fanden. Die fanden es auch super, dass ich das erste Mal, als ich da war, bin ich dann währenddessen aufs Klo gegangen, hab nicht eine Nachricht ergoogelt oder halt nicht eine Frage ergoogelt, sondern bin auf Facebook gegangen und hab sie während dem Scheißen geliked. Das muss man erstmal nachmachen. Ja. 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 Jedenfalls war ganz lustig, dann sind wir in Sage gegangen. Wird immer beschissen, aber das Witzige war, der Türsteher hat wenigstens wieder... Der Türsteher war lustig. Also ich meine... Erzähl mir, warum? Na, er war, ich sag's mal so, er war von überschaubarem Intellekt. Hat er einen Witz erzählt? Nein. Aber das Geiste hat wirklich so... Ey, was für Musik hört ihr so? Ja, ist gut so, macht ihr Rockmusik so? Ja, könnt ihr reingehen. Dann kommt Philipp und ich ran... Er guckt uns nur an und rein. Also, vom Sage habe ich schon andere Sachen erlebt. Ja. Schau mich mal an. Hast du heute schon was getrunken?
Solche Sachen habe ich eher gehört vom Zelt. Ja, das Beste war eigentlich mal so ein Abend, wo da so auch eine Einlasserin war und sie nur so, okay, kommen so Typen hin, sind so Typen vor mir dran, die halt relativ normal aussehen, so, hey Leute, ich lasse euch heute mal rein, aber das nächste Mal müsst ihr echt abgefuckter kommen. So wie der. Und sie zeigt auf mich. Ich fand das super. Ja. Jedenfalls das Geilste, der Türsteher war noch um einiges besser, weil du hast ja diesen Außenbereich da mit dem Pool und weil es halt scheiße heiß war und ich eigentlich sowieso die ganze Zeit rauchen war, heute waren wir halt draußen. Mhm. Da haben die, sobald wir draußen waren, haben sie irgendwie Leute nicht mehr rausgelassen und wir oder nicht mehr da raus in den Bereich gelassen. Wir machen irgendwie zu. Und zwei, wupp. Mhm. Dann, das Geilste. Ja, ab 2 Uhr kommt kein Krankenwagen mehr. Dann trinken wir zu retten. Jedenfalls war es echt herrlich, sich das anzugucken, wie dieser äußerst intelligente Mensch versucht hat, den Leuten zu erklären, dass sie da nicht mehr raus dürfen. Besonders wenn die Leute, die da raus wollten, um einiges gebildet, intelligenter waren als er. So, nee, kannst du mal raus, Mann. Nee, machen wir zu. Zu. Ja, aber warum denn da draußen sitzen noch Leute? Weil ich... Wörter! Ja. Ja, nee, das war so ziemlich... Stell dir mal eine schlagfertige Antwort vor, Mann! Ganz ehrlich, ich glaube, das hau ich das nächste Mal in der Diskussion raus. Stell dir mal eine schlagfertige Antwort vor. So, das habe ich jetzt gesagt. So, und jetzt sagst du nichts mehr. Jedenfalls, ja, das war so ziemlich vor meinem Geburtstag. Ich fand's lustig. Ja, was ist denn bei dir in der Woche, bevor ich ins Allgäu gefahren bin, so passiert? Ja, in der Woche, bevor du ins Allgäu gefahren bist, war ich ja schon da. Und es war schön. Es war wunderschön im Allgäu. Es hat immer geregnet. Und ja, es war kein schönes Wetter. Ja, dann konntest du nicht wie sonst immer wandern gehen, musst du so gerne machen. Ja, ich wollte so gerne eine Bergtour machen. Das habe ich aber dann ausfallen lassen. Wegen dem Wetter. Genau, wegen dem Wetter, wegen dem Wetter. Und ja, war echt war knackig. Ach Gott, was soll man sagen? Ja, war halt rumgegammelt. Ja. War beim Ivan, hab da halt... Super Nintendo gespielt. Ich habe Super Nintendo gespielt, genau. Ich habe den alten Super Nintendo von uns ausgepackt. Auf dem riesen HD-Fernseher gespielt. Da merkt man erst, wie schlecht die Grafik von dem Ding ist. Hey, 16-Bit. Ja, ich muss jetzt aber nicht erzählen, was ich im Haushalt geholfen habe. Nee. Ja, das ist nicht so spannend. Das hat mir unsere Mutter schon die ganze Zeit ganz stolz erzählt. Ja. Ja. Hm. Ja, also, ja, ich bin da runtergefahren und es war eigentlich ganz lustig in der Richtung, weil, Ivan... Ja, Ivan. Ivan wie gesagt, also wir haben mit Ivan war ja auch aussaufen. Ivan ist in Overdrive-Mode gegangen. Weil, mal ein bisschen was von Ivan zu erzählen, seinen echten Namen nennen wir nicht, aber die Leute, die zuhören, die kennen ihn sowieso. Ja. Ivan ist eine extrem lebenslustige Person. Lebenslustig, so. Ja, würde ich wirklich so bezeichnen. Aber ich sag's mal so, er nimmt es sehr emotional auf Computerspielen. Wenn er gewinnt, freut er sich. Wenn er verliert, stell dir mal so vor, du wirst das erste Mal abgeschleppt und freust dich. Und dann stell dir mal diese Härte der Emotionen im Gegenteil in Wut vor. Das ist Ivan, wenn er ausflippt beim Spielen. Und er hat, also ich. Nein, ich sag's mal so, Ivan kann die Wut nicht in sich reinfressen, er muss sie irgendwo nach außen hin ausgeben. In der Regel auf seinem Bildschirm. Ja. Beziehungsweise Kilis ehemaliger Bildschirm. Ja, also ich sag mal so, Ivan hat einen extrem hohen Verschleiß an Tastaturen und Mäusen. und mittlerweile auch Kleidungsstücken. Ja, das letzte Mal, als er verloren hat, hat er sein T-Shirt zerrissen. Deswegen hat er auch gegen mich bei NHL auf der Konsole gewonnen, weil der Controller, den ich hatte, der hat mir die ganze Zeit gemacht, was er wollte. Also der Controller. Wahrscheinlich wegen einer harten Kindheit. So. Ja, oder genau, oder das. Der Controller hat eine eigene Intelligenz entwickelt und hat Angst. Das wird sein. Ja, nee, also man muss dazu sagen, er hat auch eine zerbrochene Tastatur als sein Skype-Avatar. Also.
Jetzt wissen alle, von wem wir reden. Wobei, nee, der heißt uns gerade auch Ivan. Ja. Oh nein, jetzt habe ich es verraten. Oh nein. Das schneide ich natürlich raus. Mark Sell, ja. Na, ja, es ist ansonsten halt... Gesundheit. Dankeschön. Ja, jedenfalls, ja, was soll man so sagen, halt Freunde besucht und so weiter. Und so. Ja, und ja, wir haben uns ein paar neue Nerf Guns gekauft. Ich habe mir einen Schnaps im Mund angezündet. Ja, das habe ich gesehen. Immer noch die alten, du versuchst immer noch die alten Tricks. Oh, das fand ich super. An dem gleichen Abend hat Kim versucht, eine Frau anzutanzen und wurde von einem 70-Jährigen gekocht, das will ich nicht sagen. Das schneide ich raus. Kannst ruhig weiterreden, ich schneide es raus. Getanzt. Du hast auf die Uhrzeit geguckt. Ja, ich schaue gerade auf die Uhrzeit. Ja, nee, wir haben uns Nerf Guns geholt. Also noch mehr. Ja. Und vollautomatische. Halbautomatische. Wenn vollautomatisch, wenn ich die ganze Zeit drücken kann, halbautomatisch muss ich immer noch immer so triggern. So. Ah ja. Und jedenfalls, ich denke mir, oh, jawohl, 18 Schuss Magazin. Das kann ich in 10 Sekunden leeren. Dann komme ich Dienstag auf Arbeit. Wie so ziemlich jeder Kollege hat mittlerweile eine Nerf Gun. Und Sergio hat die gleiche wie ich. Und dann Ivan hat mir ins Auge geschossen, so aus 2 Meter Entfernung. Ja. Hat für 10 Minuten wehgetan, danach war es okay. Mhm. Ja, mittlerweile dürfen wir keine Nerf Guns mehr auf Arbeit haben. Aber du siehst noch mit dem Auge? Ja. Okay. Ich habe keinerlei Verluste oder sowas. Jetzt hat Arbeitskollegin, also einer schießt an die Decke und der Schaumstoffpfeil, also da, fliegt dir ans Auge ran. Sie ist geschlossen. Wahrscheinlich. Mhm. Jedenfalls hat sie sich sofort krank gemeldet, ist zur Notaufnahme gegangen, wegen Berufsgenossenschaft und so weiter. Die haben sie ausgelacht und jetzt hat sie den Kollegen angezeigt. Und seitdem dürfen wir den nicht mehr haben. Ah, das hört sich sehr tragisch an. Ja. Ja. Also ich nenne keinen Namen, nur von der Arbeit erzählt. Ja, aber das ist so weit das Thema. Themenwünsche! Ja, ich hab gehört, wir haben einen Themenwunsch. Ja. Dildos. Dildos? Ja. So. Ich hab mich über dieses Thema noch nicht schlau gemacht. Ich hab den Wikipedia-Eintrag dazu durchgelesen. Ich kann aber gleich von Anfang an sagen, der Inferno 3000 ist mein Favorite. Inferno 3000? Der Inferno 3000, der ist super. Also du hast ihn selber an dir ausprobiert. Und deswegen Inferno 3000, weil es brennt, oder? Das ist der Name von dem Gerät. Wobei Gerät ist zu schwach, ich nenne es mal Maschine. Ja. Oder, wie heißt hier nochmal der Liebling von Don Vito? Mr. Ed. Mr. Ed, genau, der ist auch super. Das ist eine Replika von einem Pferdeschwanz. Womit wir auch jetzt gerade mal ganz kurz das eine andere Wunschthema erwähnt hätten, damit sind wir jetzt durch. Eine wollte, dass wir noch über To Guys One Horse reden. Aber ah ja, stimmt ja. Ja, das wäre dann auch Pferdeschwanz, sollte man sich nicht in den Arsch schieben, kriegt man Darmriss und stirbt. Genau. Da gibt es auch eine Dokumentation drüber im Internet. darüber sollten wir uns auch noch unterhalten, das war auch noch ein Themenwunsch. Können wir damit ein Häkchen dran machen oder sollen wir da tiefer in das Thema mit reinsteigen? Ja, ich sag's mal so. Ich weiß gar nicht, ob das legal ist, sich das in Deutschland anzugucken. Ich habe es in dem Fall natürlich noch nicht gesehen. Ja, also... Aber es soll halt die Gefährlichkeit aufzeigen. Ja, ich habe den Wikipedia... Wie ungesund das ist. Ich habe den Wikipedia-Eintrag dazu gesehen. Können wir mit in die verlinken. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also zum Thema Dildo habe ich mir heute nochmal auf Arbeit ein bisschen was durchgelesen und das zeigt wieder German Ingenuity. Deutschland. Nämlich, die Wurzeln des Dildos liegen viel weiter zurück. Im Jahr 2005 wurde ein 28.000 Jahre alter steinerner Phallus in der Höhe Hohlerfels ausgegraben. Bereits vor über 3.000 Jahren wurde... Also, die Deutschen haben es erfunden. Vor 28.000 Jahren wahrscheinlich so. Was haben die Deutschen bitte nicht erfunden? AIDS. Woher willst du das wissen? Das ist unbekannt, wer es erfunden hat. Stimmt auch wieder. Eine weiße Fahne.
haben sie oft verwendet damit. Nein, anderes Thema. Wir auf das ursprüngliche Thema bitte noch einmal zurückkommen. Ja, Dildo, oder? Waren es Dildos oder Vibratoren? Na, Dildo. Dildo, okay. Dann vergesst den den Inferno 3000. Der gehört dann doch nicht zu den Dildos. Übrigens, ein Dildo, wahrscheinlich über das italienische Wort Diletto, entzücken, oder vom lateinischen Dilectio, Verbalsubstantiv, aus Diligere, hochachten, lieben. Nachbildung eines erigierten männlichen Geschlechtsteils ist ein Sexspielzeug. Ja. Ja. Gab's es dann auch später als Banane? Steht es da auch mit drin oder wurde schon früher eine Banane dafür verwendet? Freust du dich eigentlich immer noch, wenn du eine Banane hast oder? Was nimmst du mittlerweile eine Gurke? Ja, also ich sag's mal so, es wäre eigentlich, ich sag's mal so, das gibt's bestimmt. Ja, also aber es ist ein relativ langweiliges Thema. Also das Einzige, was mir da einfällt, ist, ich glaube, es war Bube, Dame, König, Gras, wo der Bösewicht war Hackebeil Harry, weil er jemanden mit einem Dildo totgeprügelt hat. Ach ja, was mir gerade noch auffällt. Oh, apropos. Was ich noch gar nicht erwähnt habe. Also ein Dildo ist für eine Frau da, die kann sie sich dann in den Blumentopf schieben und das ist dann angeblich soll sich das gut anfühlen. Ja. Ja. Also nochmal kurz zur Produktbeschreibung. Ja, genau. Ist anscheinend also meistens länglich geformt. Ja. So zwischen. Wie so ein WM-Pokal so ein bisschen. Ja. Gibt's in verschiedensten Formen, Faustform, Pferdeschwanzform. Also so wie so ein. Wie so Frisur. So, ne? Nein. Ach so. Es gibt sogenannte Anal Plugs, die haben dann so eine Frisur, wie du meinst, hinten dran. Dass, wenn die Frau das Ding drin hat, dann sieht sie aus wie ein Pferd. Ja. Du weißt schon, dass unsere Eltern ab und an die Sendung haben. Ihr habt uns gut erzogen. Ja, die müssen ja auch aufgeklärt werden. Ja. So ist es ja nicht. Ich bin begeistert von deinem Fachwissen zu dem Thema. Oh, ja. Was machst du da für ekelhafte Geräusche? Ist das zum Thema? Nein. Eventuell kann man doch noch auf das Thema Gleitgel mit eingehen? Nein, das ist nicht so weit. Nee, das gehört dann. Das ist zu da. Übrigens, Spieletipp an der Reihe: Saints Row. Nein. Doch. Nein. Einfach weil wir die ganze Zeit. Wir sind noch nicht bei dem Thema. Nee, weil man da die ganze Zeit mit dem riesigen Dildo durch die Gegend läuft und Leute verprügeln kann. Das kann man bei South Park auch. Ja, Saints Row gibt es ein bisschen länger und da macht das mehr Spaß. Ja, nee, also wir haben halt richtig einen Drive, merke ich. Ja, dann haben wir jetzt über den Dildo geredet. Ja, ich habe übrigens noch einen Themenwunsch. Gerne. Haie. Lass mal über Haie reden. Es ist Shark Week, Alter. Es ist wirklich, es hat jedes Jahr hat der Discovery Channel, glaube ich, ist es, in den USA die Shark Week. Das ist total treffend. Und Sharknado 2 ist jetzt endlich rausgekommen. Ja, ist das ein Spiel? Ist das ein Film? Boah, ich kann echt bloß empfehlen, Sharknado Sydney Shark, das Spiel. Das ist sehr realistisch. Oder gehalten. L.A. Shark oder New York Shark. Ja, die sind sehr realistisch gehaltene Spiele, wo du mit einem Hai rum schwimmst und dann. Na, das ist einfach quasi, nur. Das ist sozusagen musst du Hubschrauber. Genau, das du springst quasi aus dem Wasser hoch. Du musst immer Taucher essen, Boote zerstören, Hubschrauber ins Wasser ziehen und dann die Leute draus essen. Einmal kriegt man auch ein Flugzeug zu packen. Und ist sehr, also realistisch gehalten, grafisch hochwertig. Kannst auch mal Spider-Man packen und essen. Ja, bei New York Shark, glaube ich. Du gehst zu sehr ins Detail, Kili. Also okay, ich will da auch nicht mehr verraten. Es ist spannend, Ja, also. Und storymäßig echt gut. Ja, also die Story hat mich zum Weinen gebracht. Ja. Ja, nee, aber ist Sharknado schon mal von gehört? Nee. Also Sharknado ist ein toller Film, auch wieder biografisch oder halt was biologisch bewiesen. Es geht da halt um einen Tornado voller Haie, der eine Stadt sozusagen überfällt oder
bedroht. Ja, und da fliegen halt die ganze Zeit Haie aus dem Tornado in die Stadt. Und das ist Sharknado. Geil. Und jetzt kam endlich Sharknado 2 raus. Geil, also richtig geiles Ding. Ja, also ja. Academy. Was ich noch erwähnen wollte, es gibt Haie, die haben einen siebten Sinn. Oder sechsten Sinn. Ja. Und das ist quasi ein Silberstreifen an der Seite. Mhm. So nennt sich der. Und der kann damit quasi elektromagnetische... Nee, der kann halt... Ja doch, der kann Elektrizität wahrnehmen. Quasi die Signale, die so ein Fischgehirn von seiner Beute aussendet. Mhm. Dass also er ein Unterwasser-Jedi. Aber nicht mit Elektro? Nee, das ist eher so ein Multimeter. Okay. Und er kann damit also, quasi also Lebensformen erspüren, elektrisch, über Elektrizität. Ja. Cool. Ja. Ja. Klingt faszinierend. Ich glaube, das ist der Blauflossenhai, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ey, das ist echt so viel Zeit. Haie sind super, das ist so ähnlich wie Ameisen. Aber das Faszinierende ist daran wirklich, dass dass Haie kaum, die schon seit Millionen von Jahren sich eigentlich nicht großartig evolutionär weiterentwickelt haben, außer der Megalodon, den gibt es natürlich noch. Ja. Ja. Aus Miami bewiesen. Wie ist der nochmal? Haialarm auf Mallorca. Mallorca, genau. Mit Ralf Bauer. Ja, da ist unser bewiesen, Mann in Hollywood. Da ist bewiesen, dass das Ganze, dass es das Viech noch gibt im Mittelmeer. Ja, na wo sonst? Ja. Also, ja. Ja. Da hat ja auch die Mittel. Ja. Wie lange ist so ein Megalodon? 15 Meter? Ich glaube. 30, 20? Ich glaube zwischen 15. Ja. Und über Dildos haben wir jetzt geredet. Jetzt kann man da ein bisschen gucken. Ich mach mich gerade mal schlau. Ja. Ja, also zwischen 15,9 und 20,3 Metern. Ja, das ist ziemlich lang. Das ist so hoch wie das Haus, in dem wir sind. Ja. Haustier. Ja, wenn du mal nach unten schaust. Ja. Wir wohnen im vierten Stock. Ja. Mhm. Ja, für jeden streichelt so coole Sache. Ja. Wobei auf so einem Ding eigentlich, es wäre eigentlich schon ziemlich cool, auf so einem Ding irgendwie zu reiten. So. Also, ich wünsche dir viel Spaß. Finde einen und mach das. Aufgabe bis zum nächsten Podcast und dann sagen, wie es war. Okay. Fast forward nächste Woche. Zu dem Thema... Würde ich dann noch gerne ein Video in die Kommentare nehmen, lass mal über Haie reden von Blumio. Achso, nur deswegen hast du das Thema jetzt erwähnt. Nein, oder? das war ein Wunsch vom Bode. Ah, okay. Der hat, also vom, jetzt habe ich einen Namen genannt. Nennen wir ihn lieber. Mr. X. Mr. B. ODE. Nee, Mr. Rainbow. Ja, egal. Ja. Nee, was ich gerade nochmal erwähnen wollte, was derzeit so ein bisschen durch die Medien geht, ist der am 14. August verunglückte ein polnischer Höhlenforscher in ca. 200 Meter Tiefe in der Jack Daniels Höhle. Oh. A. Wo ist die Jack Daniels Höhle? Und B. Kann ich auch eine haben? Nee, also die Jack Daniels Höhle ist in der Nähe von Salzburg. Das Geile an dieser Höhle ist halt, die gibt es schon seit Urzeiten. Und ich dachte echt wirklich erst, als ich den Namen Jack Daniels Höhle das erste Mal gehört habe, es wäre wirklich so, wie so Fußballstadien oder so, würden jetzt so Konzerne, so archäologische Ausgrabungen. So, von den Jack Daniels Höhle, rechts daneben haben wir die Allianzgrotte. Nee, aber das fände ich aber besser, wenn sie dann so machen, die Pamela Anderson Grotte. Nee, weil Pamela Anderson ist ja keine Firma. So, also. Die Paris Hilton Höhle. Da will niemand rein, es ist nur feucht und vermodert. Ja. Nee, aber, die Jack Daniels, aber das Geile ist wirklich, wie sich der Name eigentlich zusammengesetzt hat. Nämlich, es wurde von dem Höhlenforscher Jack Wisniewski und Daniel Oleski. Und deswegen aus den beiden Vornamen setzt sich das Jack Daniels zusammen. Hat also überhaupt nichts mit dem Whisky Bourbon zu tun.
Aber das Allergeilste zu dem Thema wurde auch vom Spiegel gepostet auf Facebook und die Kommentare dazu waren der Hammer, so von wegen, ja, und es wird die Rettung von diesem Höhlenforscher wird jetzt von unseren Steuergeldern bezahlt. In der Schweiz? In Österreich, Salzburg. Von den Österreichern? Ja, ja. Also, ja, meine Güte, ja, ihr lebt auch in einer Solidargemeinschaft und B, wie würdet ihr reagieren, wenn es Verwandte von euch wären? C, wollt ihr, dass Österreich wirklich so schlecht dasteht und sagt, den tun wir nicht retten, ist uns zu teuer? Na, oder was noch viel heftiger ist, es geht hier um Wissenschaftler. Wenn man alle Wissenschaftler, ja, ja, dann, das könnt ihr gerne fordern, aber bitte lebt dann bitte ohne PC, lebt bitte WC ohne PC, ohne Handy, weil das sind alles Sachen, die Wissenschaft einem gebracht hat. Und dann, so unsolidarisch mit einem Wissenschaftler zu sein, ich meine, ich halte es zwar nicht für wahrscheinlich, aber was wäre, wenn der Typ in der Grotte, in der Höhle die Heilung für Krebs gefunden hätte? Oder vielleicht war es ein Christ, dann hätte man das gar nicht heilen dürfen, weil Krebs ja von Gott gewollt ist. Ja. Du zitierst jetzt gerade Mutter Teresa? Nee, keine Ahnung. Ja, und ich dachte, das ist so. Man darf Krebsleidenden auch keine Medikamente geben, weil einen das Leiden näher zum Leiden Jesu bringt und man dadurch dann an der Stelle näher zu Gott findet. So ungefähr. Ja, das hat sie wirklich gesagt, der alte Golem. Ja. Nee, aber Jack Daniels Höhle klingt geil. Ganz ehrlich, die sollten da, also wenn ich jetzt die Firma Jack Daniels wäre, ich würde da sowas von eine Partnerschaft und irgendwie ein Logo anbringen. Hey, welche Firma hat es denn, das wirklich Öle? Also ich meine, es hätte mich nicht überrascht. Wird ja voll reichen im Souvenirshop. Ja, zwei Flaschen an. Ich sag's mal so, in Salzburg hätte es mich nicht überrascht, wenn es da irgendwie 10 Red Bull Höhlen gäbe, weil Red Bull hat ja überall so einen Namen drauf, aber... Brauchst eigentlich keine Red Bull-Höhlen, da liegen genügend tote Bergsteiger drin mit den Kitteln von denen. Und daraus wird auch Red Bull gewonnen. Aus Nübel. Nee, aus toten Bergsteigern wird Red Bull gewonnen. Ich dachte immer aus dem Urin von Chuck Norris. Nein, das würde ich dann nicht überleben. Ja, wow, sind wir heute schnell. Wir haben jetzt erst eine halbe Stunde. Ja. Krass. Wir sind halt echt ja, wir haben ja auch schon mal eine halbe Stunde weggeschnitten. Ja, weggeschmissen. Ja, ja. Mussten wir ja wegen Soundproblemen. Nee, wir sind heute echt. Ich dachte, es würde länger werden, aber ja. Einfach weil wir wieder umstrukturiert sind wie Sau. Und hör mal wieder auf, immer auf dieses Thema Dildos wieder anzusprechen, hier mit deinem Längerwerden und so weiter. Das ist echt pervers, was du hier schon wieder abziehst. Ja, sorry. Bin halt schlecht erzogen worden. Immer die Anspielungen von dir. Ja. 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 Arschloch. Wichse. Ja. Ja gut, weil... Sonst noch irgendwas? Ich meine, Allgäu... Das ist... Wieso fahre ich da immer in Urlaub? Ja, halt Familie besuchen. Pflicht. The Father und so freut sich. Ja. Ja. Ich dachte echt, da wäre irgendwas, was man darüber erzählen könnte. Also ich meine, jetzt wollen wir schon die ganze Freunde wieder zu sehen. Aber oh, was ich toll fand, ich habe... Xbox gespielt und als ich gegen einen gewonnen habe, habe ich das gleich. Da kam eine leichte Ivan-Anwandlung von mir. America! Obwohl es überhaupt nichts mit Amerika zu tun hat. America! Ja, ist doch okay. Ja, ja. Naja, aber nichts dagegen. Aber ich habe eine Buchempfehlung. Und damit wollte ich eigentlich gleich eine Filmempfehlung reingeben, weil der offiziell schlechteste Film aller Zeiten ist The Room von und mit Tommy Wiseau. Und von auch? Ach du Scheiße. Ja, von und mit. Also das, und ich habe dazu jetzt das Hörbuch gehört zu der ganzen Entstehungsgeschichte, das einer seiner besten oder sein einziger Kumpel geschrieben hat, der in dem Film auch mitwirken musste. Man muss dazu sagen, keiner weiß wie, aber Tommy Wiseau ist generell eine merkwürdige Person. Also, aber auch faszinierend merkwürdig. Man weiß nicht, wo der her ist, man weiß nicht, wie alt er ist, man weiß nicht, wie sein richtiger Name ist, aber der Typ hat es irgendwie geschafft, reich zu werden in den USA. Und mit dem Geld hat er dann seinen Lebenstraum sich selber erfüllt, einen Film geschrieben und selber gedreht. Voller Logiklöcher und auch die Produktion merkwürdig. Die haben dann in San Francisco, hätten sie auf dem Dach drehen können. Wunderschönes Dach.
Nein, sämtliche Szenen, die auf dem Dach passieren, wurden im Studio mit Greenscreen gedreht. Einfach nur. Weil sie es können. Ja, und eigentlich liebsten hätte ich dir jetzt eigentlich den Film empfohlen, damit du dann dir das Hörbuch mal reingeben kannst, weil der Typ ist merkwürdig. Der hat auch da man. Also, anscheinend, man geht davon aus, dass er im Ostblock aufgewachsen ist. Also damals hinterm Eisernen Vorhang nach Frankreich gekommen ist und deswegen hat er so einen richtig merkwürdigen Akzent. Es ist so polnisch-französisch, im Englischen halt. Okay. Und der spielt die Hauptrolle in einem Film, den er selber geschrieben und Regie geführt hat. So wie bei Titanic 2. Na, der bei Titanic 2 konnte wenigstens sauberes Englisch sprechen. jedenfalls hat er es komplett selber finanziert und das Beste ist, weswegen ich das Hörbuch empfehle, ist, dass dieser Typ, der das geschrieben hat und es auch selber vorliest, der kann diesen Akzent von dem Typen 1:1 perfekt nachmachen. Und das Beste ist, wenn er halt Stories vorliest, die oder halt Sachen vorliest, die Tommy Wiseau selber gesagt hat, denkst du wirklich, das wäre eine andere Person. Und kann ich nur jedem empfehlen. Das Buch bzw. Hörbuch heißt The Disaster Artist, My Life Inside the Room von Greg Sestero. Und ich kann auch jedem mal naheliegen, den Film zu gucken, weil der ist zwar schlecht, aber er hat was Faszinierendes, gerade weil er so schlecht ist. Das haben ja schlechte Filme so an sich. Nein, nicht extrem, unbedingt hier. Nicht die unbedingt sind, also hier, die meisten sind halt extrem lustig, weil sie so schlecht sind. Ja, aber es gibt auch Filme, die musst dich halt so extrem fremdschämen. Ja, es kommt aber auch auf den Film selber drauf an. Also ich meine, es gibt schlechte Filme, die sind einfach nur schlecht. Und es gibt schlechte Filme, die sind so schlecht, dass sie wieder gut sind. Und das ist bei dem eindeutig der Fall. Einfach weil... Das Krasse ist, der Großteil von sämtlichen Leuten, die mitgespielt, die wussten, dass es scheiße ist, aber hey, man muss die Miete bezahlen. Nur halt der Typ, der da Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller war, war sowas von davon überzeugt. Ich meine, das Beste war, der hat extra ein Kino gemietet, um den Film für 2 Wochen lang zu spielen, wo niemand reingegangen ist, einfach weil es ein Aufnahmekriterium für die Oscar-Verleihung ist. Also dass er den da einreichen kann. Ne? Weil er dachte, ich krieg da einen Oscar für. Ja, der war ja auch nicht schlecht. Also, es gibt auch eine sehr tolle Nostalgia-Critic-Review davon. Die habe ich gesehen. Und du weißt, wie war das? Weißt du, der gruselige Typ, der dich in der U-Bahn so merkwürdig anguckt? Er hat einen Film gemacht. Er hat sich selber als Hauptdarsteller, Drehbuchautor und Regisseur. Ich würde eher sagen, wir haben natürlich die Review vom Critic in den Anhang mit rein. Alter. Das hört sich nach einem Deal an. Ja. Gut. Dann wären wir bei der. Also, Filmrubrik fällt ja diese Woche aus, ja, weil wir die Filme nicht reviewed haben. Aber worauf ich mich richtig freue, ich gehe morgen endlich in How to Train Your Dragon 2. Ja, ist okay. Kannst ja dann. Ja, hey, ich darf nicht erzählen. Ja, nee, werde ich nicht. Guckt euch den Film im Kino an. Was mir gerade einfällt, wir könnten aber eine Review machen von einem Film, den wir gesehen haben letzte Woche. Welchen denn? Hast du einen gesehen? Expendables 3. Ja, zum Beispiel. Also da habe ich Review doch mal Expendables 3. Da habe ich so eine Sneak Peek von gesehen. Muss sagen, er ist nicht so gut wie der zweite. Er macht trotzdem Laune, vor allem wenn man den Kontext innerhalb des Films versteht, also die Anspielungen, die sie machen. Was mir da am besten, und ich sag's mal so, was mir besonders gefallen hat, war Antonio Banderas, der praktisch mich als Expendables gespielt hat. Quatscht die ganze Zeit, geht allen Leuten nur auf die Nerven, braucht Zustimmung. Und ist halt, und ja, der war auch die beste Person in dem Film. Das Beste ist, es fängt damit an, dass sie Wesley Snipes befreien. Wer es nicht weiß, Wesley Snipes war ein paar Jahre jetzt in letzter Zeit im Gefängnis, weil er Steuern hinterzogen hat. Und dann fragen sie dann noch, wegen warst du im Gefängnis? Und der immer so, Steuerhinterziehung. Das Beste war, aber was mir am allerbesten gefallen hat, war, Bruce Willis spielt ja nicht mit in dem Film. Ja. Hintergrund ist der, Bruce Willis ist, so wie es sich mittlerweile anhört, in den letzten 10 Jahren wirklich einfach nur ein Arschloch geworden. Aber von sich selbst ein selbstverliebtes Arschloch. Und dann war das so, er hätte 4 Drehtage gehabt und hätte für die $3 Millionen bekommen. Halte ich für eine ziemlich hohe Gage so, ne? Und Bruce, also für mich wäre es zu wenig, ja, aber... Bruce, ja, Willis wollte 4 Millionen und Sylvester Stallone, der Buchautor und Regisseur in dem Fall, du greedy lazy. Und das Beste war wirklich, er geht auf Twitter, greedy and lazy, mit den Worten, Bruce Willis out, Harrison Ford in.
Und dann ist es das Beste so. Machst du schon wieder hier Anspielungen? Nein, Spaß. Nee. Der Harry Ford. Falls, das ist die erste Szene, in der man Harrison Ford sieht. Er wird vorgestellt als der Vorgesetzte von Bruce Willis. Mhm. Bruce Willis heißt in dem Film Church. Und also, fragen sie, where is Church? Und dann so, Church is out of the picture. So vielleicht wie, er ist außerhalb von, man sagt auch Picture zu einem Film im Englischen. Das ist das Allergeilste. Church is out of the picture. Also, er war allerdings nicht so gut wie der zweite. Den zweiten kann man sich immer noch oft angucken. Also, der dritte hat seine Fehler, aber wenn man die ganze Hintergrundgeschichte weiß und die Witze machen Spaß, nur Arnold Schwarzenegger nimmt zu oft die Gelegenheit wahr, dass er gerade einen Hubschrauber fliegt und dass noch Leute zum Hubschrauber gehen sollen. Ah, ja. Get to the chopper! Ja, warum auch nicht? Aber ansonsten, da sollte man ja auch mal hingehen. Ich sag's mal so, wartet, bis man den auf iTunes mieten kann. Oder der halt so Napster. Nee. Netflix, ja genau. Ja, dass es in Deutschland noch gar nicht gibt. Aber wer weiß. Ja, Medien sagen, es soll ja irgendwann im September kommen. Wer weiß. Ja, man muss ihn sich nicht im Kino angucken, ist ganz nett, ist für einen Sonntagnachmittag ganz okay, aber sonst. Ja, gut. Ja, was habe ich gesehen? Das Leben des Brian. Musst du dazu irgendwas sagen? Haben wir den nicht alle gesehen? Für die Leute, die noch nicht gesehen haben. Fickt euch, ihr habt es nicht verdient, unsere Show zu hören. Und das bedeutet was. Ja, nee. Der ist richtig geil. Also ich habe mal wieder angeschaut. Bist du wirklich auf das Licht? Wieder schlapp gelacht. Er ist echt genial. Ja. Ja, und jetzt wird Spanisch das Logos etwas sagen. Ich schau mal, ob es den auf YouTube gibt, den stell mal rein. Ja. In die Kommentare. Also ist ein ziemlich alter Film, für die ihn nicht kennen. Aus den 70ern. Ja, von Regie war Terry Jones, Hauptdarsteller Brian. Brian! Nee, Oh ja, der ist gut! Lass Brian frei! Brian! Oh nee, also es geht. Wir könnten jetzt wirklich eine halbe Stunde einfach nur mit Zitaten aus dem Film rumwerfen, weil es ist. Wer seid ihr? Die Volksfront von Judäa? Nein, die Judäa! Die Volksfront! Ja, aber was haben uns denn die Römer gebracht? Aquädukte. Ja, was haben uns die Römer gebracht, außer Aquädukten? Ein Straßensystem. Ja, das stimmt, die Straßen sind echt gut. Ja, aber was haben sie uns gebracht, außer Aquädukte und Straßen? Also ich wüsste gar nicht, was wir ohne den guten Wein von den Römern machen sollten. Ja, stimmt, also der Wein, den trinke ich wirklich sehr gerne. Also ohne den würde ich hier nicht gerne wohnen. Ja, ja. Was haben die Römer uns gebracht, außer Aquädukte? Was ich eigentlich damit sagen wollte. Schule, Wein, Krankenhäuser, sanitäre Anlagen. Außer den Sachen, was haben sie uns gebracht? Nichts! Ja, und dann, wenn der große Schlag kommt, wann kommt der denn? Ja, demnächst! Gut. Kommt das Leben anschauen, rein, anschauen. Wenn ihr den nicht kennt, fickt euch. Nein, wenn ihr ihn nicht kennt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, ihn anzuschauen. Ja, ihr habt was nachzuholen. Ganz derbe. Wenn ihr den nicht kennt, spreche ich euch dir das Recht auf eine Existenz in einem Kulturkreis ab. So. Was hat Kili gezockt? Warframe. Ja, wow. Kostenloses Browser-Game. Browser-Game? Kostenloses Online-Game. Ja. Also Browser heißt ja Internet. Ja, ne. Ich werde jetzt nicht gehört, es gibt viele Leute, die sagen, ich habe das Internet gelöscht, obwohl sie bloß den Browser gelöscht haben. Ja. Also kann man sagen, es ist ein Browser-Game. Weil Browser Internet heißt. So. Das hat mir dann einmal abgehakt. Du bist ein Kackbuhn, Alter. Ja. Stell dir das mal eine schlagfertige Antwort darauf vor. Nee. Ja? Nee. Also, kann ich mir aus deinem Mund keine schlagfertige Antwort mehr vorstellen. Ja, was Schlagfertigeres gibt es ja auch nicht. Ja. Als so einen genialen Kommentar. Warframe ist ein Third-Person-Shooter. Ja, du spielst praktisch Space Ninja. Du spielst Space Ninja. Ja, perfekt. Oder ich sag's mal so. Das Spiel kann man kostenlos spielen. Ja.
ich werde dazu kostenlos bei Steam runterzuladen. Weißt du was, Kiki, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Die beste Erklärung zu dem Spiel werde ich in den Channel mit reinposten, weil einer der Entwickler von dem Spiel hat bei der Hot Pepper Gaming... Oh ja. Er hat das Spiel selber versucht zu verkaufen, nachdem er nach Jalapeno gegessen hat. Und ganz ehrlich, da kommen wir nicht ran vom Unterhaltungswert. Okay, den es ist kostenlos, rein. Wenn ihr eine PS4 habt, läuft darauf auch. Wenn ihr einen PC habt, solltet ihr bitte, holt euch Steam und ladet euch dazu Warframe runter. Probiert es mal aus, wenn es euch nicht gefällt, löscht es wieder. Ist kostenlos, man kann es mal antesten. Und ich meine, für ein Free-to-Play-Game ist das... Ich muss sagen, von der Grafik bin ich echt beeindruckt dafür, dass das nichts kostet. Ja. Du kannst natürlich deinen Charakter innerhalb vom Spiel kostenpflichtig verbessern, aber ja, das kannst du auch alles durch Spielen alles schaffen. Also du musst nichts dafür zahlen. Ja. Du kannst dir auch alles erarbeiten. Ja. Was habe ich so letzte Woche gezockt? Civ 5 mit der Expansion. Du weißt, dass die Kategorie heißt, was hat die darüber, letzte Woche gezockt? Ja, ja. Darüber streiten wir. Wir machen ja immer nichts in Namen. Was haben wir letzte Woche gezockt? Das sind solche Änderungen, die man müsste man am Anfang ansagen. Ja. Und nicht erst, wenn es soweit ist. Also wenn du auch mal ein Game reviewen willst. Wollen wir jetzt wirklich sagen? Ja, wir müssen schon... Das ist der richtige Zeitpunkt, um über dieses Thema zu reden. Ist es auch. Und ich meine... du musst das schon vorher ansagen. Ja. Sonst sind die Zuhörer total durcheinander an der Stelle. Ja. Ihr seid doch alle nur trainierte Affen. Ja. Also. Ja, dann. Also, das nächste Mal vorher ansagen, dann können wir das gerne machen. Ja. Aber ansonsten lass es einfach stecken, okay? Gut. Also, Civ 5 Expansion. Nein, wir sind jetzt beim nächsten Thema: Person of the World. Da fällt mir gerade niemand ein, so wirklich. Also, jetzt kommen hier Hutstehler. Nee. War nicht so weird, Edward? Nee. nehmen wir lieber. Ja. Irgendwas von der Berliner Polizei? Na, aktuell nicht so. Also, ich fand ja mit Sonnenbrillen um 6 Uhr morgens irgendwelche Leute ohne Schneidezähne mitnehmen. Warte mal. Das ist aber nicht Unperson dann. Ja, warte mal ganz kurz. Obwohl, ich weiß, wer das war. Rush Limbaugh, amerikanischer Nachrichtenmoderator, leider hat uns der Robin Williams freiwillig verlassen. Traurige Sache, werde ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen, weil weiß jetzt mittlerweile jeder. Und Rush Limbaugh hat sich rausgenommen, einfach zu sagen, Robin Williams hat sich umgebracht, weil er ein linkes Weichei ist. Ein liberales Weichein, das der Grund sei dafür, dass er sich umgebracht hat. Rush Limbaugh ist seit über 30 Jahren Radiomoderator in den USA und hat bis jetzt immer noch keine Ahnung, was Depression eigentlich ist. Ich dachte, das hat was mit den Oscars zu tun, wenn man die nicht kriegt. Nein, Tommy Wiseau lebt ja noch. Ach so. Ja, gut. Du meinst Leonardo DiCaprio und ich glaube Robin Williams hat diverse Oscars. Hat der einen Oscar gekriegt? Für was denn? Good Will Hunting... Dafür gab es einen Oscar? Ja. Ben Affleck hat seinen ersten Oscar bekommen, weil er für Good Will Hunting das Drehbuch geschrieben hat. Ja, gut. Dann haben wir quasi den Moderator da als netteste Person der Welt nominiert. Ja. Er scheint ein netter Mensch zu sein. Ja. Coole Sau. Mhm. Ist klar. So. Ja. Sind wir durch? Wir sind soweit durch. Okay, das war der Podcast der Moron Brother nach dem Urlaub. Ja. Ich bin Kilian Boven und das da drüben ist... Clemens Boven. Ja, tschüss. Ja, fickt euch.